Hallo, wir sind die 4B aus der Grundschule in der Türkenstraße. Wir haben in letzter Zeit viel über die Kinderrechte gelernt und wollen sie euch heute einmal vorstellen. Aber was sind überhaupt Kinderrechte? Die Kinderrechte sind besondere Rechte, die für alle Menschen unter 18 Jahren gelten. Sie stehen in der UN-Kinderrechtskonvention, die von der Vereinten Nationen abgekürzt UN vor über 30 Jahren aufgestellt wurde. Und folgende Rechte stehen da drin. Alle Kinder haben gleiche Rechte. Kein Kind darf benachteiligt werden. Gleiches Recht für alle. Jedes Kind ist gleich viel wert. Es spielt keine Rolle, aus welchem Land es stammt, welche Hautfarbe es hat, welche Sprache es spricht, welche Religion es hat, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, ob es arm oder reich, behindert oder nicht behindert ist. Es spielt auch keine Rolle, welche Eltern es hat, ob Mutter und Vater verheiratet sind und zusammenleben oder ob sie getrennt voneinander sind. Auch wenn die Eltern mal was Unrechtes getan haben, darf kein Kind wegen seiner Eltern benachteiligt werden oder bestraft werden. Jedes Kind hat die gleichen Rechte. Kinder haben das Recht, gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu leiden. Gesund zu sein heißt mehr als nicht körperlich krank zu sein. Wer gesund ist, fühlt sich nicht nur körperlich fit, sondern ist auch ausgeglichen und zufrieden. Er hat Menschen, die ihn lieben und umsorgen. Unsere Gesundheit hängt auch von der Umwelt ab, in der wir leben. Die Gefährdung der Gesundheit durch Armut ist ein weltweites Problem. Arme Kinder sind auch in reichen Ländern wie bei uns häufiger krank und fühlen sich weniger wohl als Kinder aus Familien mit gutem Einkommen. Kinder haben das Recht, bei ihren Eltern zu leben und von ihnen gut betreut zu werden. Die Eltern sind für Kinder die wichtigsten Menschen. Eltern sind dafür verantwortlich, dass es ihnen Kindern gut geht. Dazu gehört auch, dass sie ihren Kindern zu ihren Rechten verhelfen. Kinder haben das Recht, bei ihren Eltern zu leben. Leben die Eltern nicht zusammen, haben Kinder das Recht, beide Eltern regelmäßig zu treffen. Für Kinder ist es fast immer schlimm, wenn ihre Eltern, mit denen sie bisher zusammengelebt haben, sich trennen. Papa und Mama bleiben Papa und Mama. Auch wenn Papa nicht mehr Papas Frau und Papa nicht mehr Mamas Mann ist, Kinder haben ein Recht darauf, bei Eltern lieb zu haben und beide Eltern regelmäßig zu treffen und mit ihnen über alles zu sprechen, was sie bewegt. Kinder haben das Recht zu lernen und eine Ausbildung zu machen. Alle Kinder haben das Recht, so viel zu lernen, wie es ihren Fähigkeiten entspricht. Alle haben das Recht, zur Schule zu gehen. Der Schulbesuch muss kostenlos sein, damit auch arme Kinder so viel wie möglich lernen können. Mehr als 100 Millionen Kinder gehen weltweit nicht zur Schule. Welche Gründe gibt es dafür? In welchen Ländern gehen besonders viele Kinder nicht zur Schule? Jetzt schieb alles weg. Schieb alles weg.
Es muss Schulgeld bezahlt werden. Die Kinder müssen im Haushalt mitarbeiten. Die Kinder müssen Geld verdienen. Die Kinder sind auf der Flucht. Im Land ist Krieg. Es gibt keine Schulen. Die Kinder sind krank. Der Schulweg ist zu weit. Und Mädchen werden manchmal benachteiligt. Das sind Probleme, die man dringend lösen muss. Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein. Weißt du, was damit gemeint ist? Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein. Alle Kinder haben Fantasie und sind künstlerisch begabt. Kinderarbeit. Viele Kinder haben keine Zeit, sich zu erholen. Sie gehen nicht einmal zur Schule. Weltweit arbeiten 246 Millionen Kinder. Kinderarbeit ist ein weltweites Problem, das dringend gelöst werden muss. Kinder haben das Recht, mitzubestimmen. Menschenkinder kommen zur Welt, bevor ihre Entwicklung abgeschlossen ist. Zum Leben und Großwerden sind sie auf die Unterstützung Erwachsener angewiesen. Kinder müssen sich zu Erwachsenen entwickeln, sie werden aber nicht erst zu Menschen. Sie sind von Geburt an fertige Menschen mit eigenen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Rechten, die ernst genommen werden müssen. Du zählst, deine Meinung zählt, du hast das Recht, deine Gedanken, Wünsche und Bedürfnisse frei zu äußern. Deine Meinung muss bei allen Dingen, die dich betreffen, berücksichtigt werden, der Familie, in der Schule, in deinem Wohnort und auch in allen Vorschriften und Gesetzen, die dich allen Ländern, die die UN-Kinderrechtskonvention unterschrieben haben, treffen sich regelmäßig bei einem Weltkindergipfel. Dort sprechen sie über die Situation der Kinder in der Welt und prüfen, wie die Verwirklichung der Kinderrechte vorangekommen ist. Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung. Es gibt viele Formen von Gewalt. Niemand darf ein Kind verletzen, einem Kind schreckliche Angst machen, es einsperren oder misshandeln oder sexuell missbrauchen. Niemand darf ein Kind zu etwas zwingen, das es nicht will. Kein Kind muss sich anfassen lassen oder einen Erwachsenen anfassen. Natürlich dürfen auch Kinder gegenüber anderen Kindern oder Erwachsenen keine Gewalt anwenden. Misshandlung und Ausbeutung von Kindern ist sehr häufig mit Armut und anderen schwierigen Lebenssituationen der Eltern verbunden. Das Risiko, dass Kinder misshandelt werden, hängt auch mit der allgemeinen Verbreitung von Gewalt in der Gesellschaft zusammen. In Krieg und
auf der Flucht sind Kinder besonders von Gewalt bedroht. Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und ihre Würde geachtet werden. Die Würde der Menschen ist unantastbar. Dieser Satz steht im deutschen Grundgesetz. Das Grundgesetz ist das grundlegende und wichtigste Gesetz, in dem alle Rechte und Pflichten der Menschen, die in Deutschland leben, festgelegt sind. Jedes Kind hat einen Namen. Unser Name hilft uns selbst und anderen, als einmalig zu erkennen. Einen eigenen Namen zu haben, ist für uns selbstverständlich, dass es Dinge gibt, die uns ganz alleine gehören und Plätze, an die wir uns zurückziehen können. Aber haben alle Kinder diese Möglichkeit? Kinder haben das Recht, im Krieg und auf der Flucht besonders geschützt zu werden. Kinder haben ein Recht auf Schutz im Krieg. Doch Kinder werden immer häufiger zu Opfern der Kriege. Millionen von Kindern sterben bei Kriegshandlungen, werden verletzt oder behindert. Sie werden zu Waisen oder von ihren Eltern getrennt. Sie werden sogar als Soldaten missbraucht. Viele Menschen flüchten. Flüchten heißt Menschen, die man lieb hat, die Heimat und die vertraute Umgebung zu verlassen. Die meisten möchten so bald wie möglich wieder zurück. Weltweit sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen 44 Millionen Menschen auf der Flucht, Frauen und Männer, dabei viele Kinder. Sie fliehen in ein anderes Land, viele fliehen aber auch innerhalb ihres eigenen Landes. Menschen, die vor Kriegen und Menschenrechtsverletzungen fliehen, haben ein Recht auf Asyl. In einem anderen Land Asyl bedeutet Zufluchtsstätte, ein Ort, an dem Menschen sicher sind. Wir hoffen, dass es keinen Krieg mehr gibt. Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung. Behinderte gelten in armen Ländern oft noch als verhext oder verflucht. Häufig werden sie versteckt. Oft werden behinderte Kinder und ihre Mütter von den Familien oder Dorfgemeinschaft ausgeschlossen und von den Vätern verlassen. Sie bekommen kein Geld und müssen sehen, wie sie sich über Wasser halten. Für die behinderten Kinder und ihre Familien gibt es keine Unterstützung. Chandra ist bereits als kleines Kind an Kinderlähmung erkrankt. Die Familie versteckt das Kind, sie schämt sich. Sie bekommt kein Geld und weiß nicht, wie Chandra überleben kann. Chandra wird zum Betteln geschickt. Chandra braucht medizinische Betreuung und die Möglichkeit, zur Schule zu gehen und etwas zu lernen, damit Chandra später ein möglichst selbstständiges Leben führen kann. Wie Kinder behindert werden. Behinderte Menschen gibt es überall auf der Welt. Besonders viele Menschen mit Behinderungen leben in armen Ländern. Es gibt Kinder, die schon mit einer Behinderung geboren werden.
Viele Kinder werden aber erst im Laufe ihres Lebens behindert. Behinderungen können während der Geburt oder danach entstehen, durch mangelnde Versorgung, Krankheiten, Gewalt oder Unfälle.